Ganz so viele Konjunkturdaten und Termine haben wir am Freitag nicht auf der Agenda stehen, wie noch zur Wochenmitte, am Mittwoch und am Donnerstag. Aber trotzdem sind es wichtige Zahlen, die zur Veröffentlichung anstehen und auf die wir natürlich blicken wollen, mit Ihnen gemeinsam, wenn Sie wollen. Es geht jetzt um unseren Ausblick auf Freitag, den 4. August 2017, liebe Zuschauer. Da geht es los um 8 Uhr am Morgen mit dem Auftragseingang in der Industrie in Deutschland im Monat Juni. Man rechnet mit einem Anstieg immerhin von 0,6%, nachdem hier das Wachstum zuletzt 1% betragen hatte. Und dann haben wir am Nachmittag um 14.30 Uhr einen ganz, ganz wichtigen Termin. Die Arbeitsmarktdaten aus den USA kommen heraus. Drei wichtige große Datensätze stehen dabei im Fokus. Zum einen natürlich die Anzahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft im Monat Juli. Experten rechnen mit 181.000 neuen Jobs, nachdem zuletzt der Stellenaufbau 222.000 betragen hatte. Wir werden überprüfen, ob die Zahlen im Rahmen der Erwartungen kommen oder ob es vielleicht sogar eine Überraschung gibt. Um 14.30 Uhr ebenfalls kommt natürlich die aktuelle Arbeitslosenquote heraus, die zuletzt bei 4,4% lag, und natürlich auch, wie immer, die Entwicklung der durchschnittlichen Stundenlöhne, die jetzt hier nach Expertenschätzungen um 0,3% gewachsen sein könnten. Aber das werden wir natürlich noch genauer überprüfen. Einige, auch sehr prominente Unternehmen, werden uns wieder Einblicke gewähren in ihre Zwischenbilanzen. Zu denen gehören am Freitag dann die Allianz, die Erste Group aus Österreich, die Royal Bank of Scotland, die Swiss Re aus der Schweiz und Toyota Motor.